So. Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Top Gear 2. Ach, Top Gear, schöne Serie. So, weiter geht's. Was haben wir denn jetzt hier? Irland. Dublin. Wenn da mal nicht alle besoffen sind. Wirklich sehr angenehme Strecke. Ich würde fast noch einen 7. Gang was bringen. Okay, die ist wieder ein bisschen fies, die Strecke. Dafür sauber alle überholt. Das ist auch eher selten hier in diesem Spiel, in diesem Let's Play.
So, das war jetzt Pause aus Versehen gedrückt. So. Bei Irland fällt mir wieder so ein schöner Witz ein. Nein, Gag war das oder so. Irland vor der Erfindung des Alkohols sieht man so eine futuristische Stadt mit fliegenden Autos, so ähnlich wie Wakanda hier aus Black Panther. Also Jahrhunderte den anderen voraus. Irland nach der Erfindung des Alkohols, alles nur eine Schlammwüste und ein Moloch. Alle Leute liegen nur irgendwie so da. War witzig. Und seitdem haben sie irgendwie den Ruf weg, dass sie da ständig nur saufen, irgendwelche Kühe streicheln, um Butter herzustellen und Kobolden hinterherjagen. Was ist denn das für eine Strecke hier? Natürlich zieht deiner ganz links rüber. Mann, das habe ich doch gar nicht mehr erwischt. So, ein Rennen müsste es doch sein. Limerick. Oder Limerick. Also war durch. Mit Irland. Schottland hatten wir schon, ne? War, glaube ich, das erste Land sogar. Hatten wir USA schon? Klar. Ach Leute, ernsthaft? Mann, verzieht euch doch mal vor mir. Ja.
völlig für den Arsch, das Mikro hier. Jetzt habe ich keins mehr. Pech hab überholt, er mich jetzt sogar noch. Nee, Glück gehabt. So. Italien. Diese Kurvenabfolge hier. Hat er nämlich überholt? Willst du mich verarschen, Alter? Lass mich doch mal vorbei. Gibt's da ja nicht. Frechheit sowas. Musst du sehen, dass ich ankomme. Pisa. Da, wo Studien über Intelligenz erhoben werden. Bei Schülern. Okay, das war gerade mehr Glück als Verstand, die alle zu überholen. So, vielleicht in die Nitro reinhauen. Hier irgendwo, ne?
Nee, war schon richtig. Runden. Ja, wir können nichts mehr kaufen hier, ne? Ihr seht ja, wir haben alle hier überall das Beste. Ist mir zwar immer noch ein Rätsel, wie ein Reifen mit ganz, ganz viel Profil mehr Grip haben soll bei Trockenreifen als ein Slick, aber egal. Beste Gearbox, beste Nitro, besten Panzerschutz. Da gibt's nichts mehr. Fahren wir. Ah, so rum. Kurven hier. Sind ja auf der Minimap kaum erkennbar. Komm schon. Thank you.
Was für ein mieser Platz. Aber ich fühle immer noch komfortabel. Das ist doch schön. 141.000 und wir wissen nicht, was wir mit der Kohle machen sollen. Großartig. Mensch, komm schon. Geh vorbei hier. Wenn ich jetzt bei jedem hinten reinfahren muss. Ach, ohne Worte. So. Oh, sogar 10 Punkte Vorsprung. So, was erwartet uns jetzt? Japan. Hiroshima. Na. Wenn da mal nicht alles nachts grün leuchtet. Ach, die sieht einfach aus. Das ist was für mich. Thank you.
Irgendwie irgendwelche komischen Kurven. Ja, genau die. Kyoto, wo die Abkommen immer geschlossen werden. Wegen, ich glaube, Abrüstung, ne? Ah, ich glaube, ja. Okay, ich mag die Strecke jetzt schon nicht. Hier eigentlich mal jemand angestoßen? Nee, ne? Ja, also wir knallen immer nur die von hinten an und machen die schneller und uns langsamer, aber andersrum passiert das irgendwie nicht. So, jetzt auch da. Mit Nitro hinten in den Reihen. Kurve und dann was für ein fieses Überdrehungsgeräusch. Tokio. Ach ja. Die Stadt, die grundsätzlich verwüstet wird in japanischen Zeichentrickfilmen, also Animes. Sprich, wenn eine Stadt angegriffen wird, dann Tokio. Ja, genau. Genau so macht man das.
So, ein Rennen müsste es noch sein. Yokohama, aha. Da fällt mir nur diese berühmte Rennstrecke ein. Oh. Die auch noch aus alten Motorradrennspielen kenne. Hey, nicht mich überholen, du spinnst wohl. Bleib schön hinten. Egal. Überholen war eben kein. So, 20 Punkte Vorsprung. Nächster Code. Skandinavien. So, jetzt hätte ich vergessen zu gucken. Waren das jetzt schon zwei Länder oder nicht? Waren's. Alles klar, dann machen wir im nächsten Video mit den nächsten Ländern weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.